herzlich willkommen bei Easy Training mit Easy und mit Sky. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video gebe ich euch Tipps, wie ihr mit eurer alten Kleidung, vor allem auch mit eurer alten Jeans, noch ganz tolle Spielzeuge für den Hund selber basteln könnt. Doch bevor es losgeht, jetzt noch ganz schnell den Abo-Knopf und die Glocke drücken. Und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Nun ist es kurz vor Weihnachten und uns wird klar, oh nein, wir haben ja noch gar keine Weihnachtsgeschenke für unseren Hund. Aber gar kein Thema, das können wir heute super in ein paar Minuten zusammen basteln. Was brauchen wir denn dafür? Ihr habt bestimmt noch ganz viele ausrangierte Jeans, die nicht mehr passen oder die kaputt sind. Das ist richtig super. Wir nehmen uns nämlich ein paar davon. Oder was wir auch machen können, alte T-Shirts. Irgendeine Kleidung, die nicht mehr passt. Dann brauchen wir noch eine Schere. Ich habe jetzt mal zwei verschiedene, eine normale und eine mit Wellenschnitt, weil die etwas besser durch den Stoff schneidet. Ihr habt bestimmt noch einen kleinen Ball, wo euer Hund sehr gerne drauf rumkaut. Basteltipp Nummer 1. Das Zergel. Für euer Zergel nehmt ihr am besten zwei Stoffe mit unterschiedlicher Farbe, damit es nachher auch noch schön aussieht. Ich schneide zunächst einmal die Hose hier an der Stelle der Tasche ab, damit ich nachher mehrere lange Streifen aus diesem Hosenbein rausschneiden kann. Das Hosenbein schneide ich jetzt hier an der Naht noch auf. So, nun haben wir vier Streifen in zwei unterschiedlichen Farben. Jetzt geht es ans Knoten. Zunächst einmal verknote ich alle vier Stücke mit einem ganz normalen Knoten. Ich lege mir dann den Knoten nach Farbe richtig zurecht. Und das mache ich nun weiter so lange, bis die Hosenbeine ja, ganz kurz geworden sind. Basteltipp Nummer 2, das ist die Ballschleuder. Dazu schneidet ihr von eurer Hose das Hosenbein ab. Ihr nehmt euch einen Ball, ein altes T-Shirt oder wenn ihr keinen zur Hand habt, nehmt ihr einfach auch nochmal eine Jeanshose, den Ball. Legt ihr dann in die Mitte vom T-Shirt und verknüllt das T-Shirt, so dass ein großer Ball draus wird. Diesen großen Ball legen wir dann in das Bein der Hose und machen dann oben einen Knoten rein. Wir stopfen unseren Ball nochmal bis ans Ende und nun schneiden wir den unteren Teil von unserer Röhre auseinander in zwei Stücke. Der Schnitt geht bis zum großen Ball und dann machen wir in jedes Beinchen nochmal einen Knoten rein. Und fertig ist unser Wurfspaß. Basteltipp Nummer 3, das Suchspiel. Ich habe jetzt noch zum Schluss ein paar Reste von der Hose. Die möchte ich natürlich auch weiter verwerten. Hier sind schöne Taschen drin. Die können wir dann später für die Suche verwenden. Ich nehme mir dazu erst nochmal das Bein, was übrig geblieben ist. Ich schneide das ab. Dieses Bein schneide ich nochmal in mehrere Hälften. Einmal in der Mitte
Von der blauen Hose nehme ich mir nun die hintere Tasche. Ich schneide sie so aus, dass ich noch die zwei Gürtelschlaufen mit dabei habe. Dann schneide ich an der Tasche entlang. Nun nehme ich mir vier von den Hosenbeinstücken und werde die dann genauso nochmal verknoten wie beim Zergel. Wenn ich dann schon mal ein paar Knoten gemacht habe, nehme ich mir die Tasche und werde dann in die Schlaufen ein Stück Jeanshose reinfädeln und dann werde ich weiter die gewöhnlichen Knoten machen. Für das Zugspiel nehmen wir das Spielzeug, zeigen, dass wir was Leckeres in der Hand haben und verstecken es dann in der Tasche. Such. Euch wünsche ich viel Spaß beim Basteln und eurem Hund viel Spaß beim Spielen. Und bis zum nächsten Mal.